Kapitel 54 Der Mond. Näher ist die Stunde des Gerichts gekommen, und gespalten hat sich der Mond. Und wenn Sie ein Zeichen sehen, wenden Sie sich ab und sagen, fortdauernde Zauberei. Und Sie erklären es für Lüge und folgen Ihren Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist festgesetzt. Zu Ihnen ist doch von den Berichten gekommen, was reichliche Verweisung enthält. Eine durchdringende Weisheit, aber was nützen da die Warnungen? So kehre dich von ihnen ab, am Tag, da der Rufer zu etwas Entsetzlichem ruft. Werden sie mit gedemütigten Blicken aus den Gräbern herauskommen wie ausschwärmende Heuschrecken. Zu dem Rufer hastend, die Ungläubigen werden sagen, das ist ein schwerer Tag. Vor ihnen schon bezichtigte das Volk Nus ihren Gesandten der Lüge. Sie bezichtigten unseren Diener der Lüge und sagten, ein Besessener. Und er wurde von ihnen gescholten. Da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt, so leiste du mir Hilfe. Da öffneten wir die Tore des Himmels mit niederströmendem Wasser. Und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen, so traf das Wasser zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen. Und wir trugen ihn auf einem Schiff aus Planken und Nägeln, das vor unseren Augen dahinfuhr, dies als Lohn für jemanden, der immer verleugnet worden war. Und wir ließen es ja als Zeichen zurück. Gibt es aber jemanden, der bedenkt? Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Und wir haben den Ka'an ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Die Et bezichtigten ihren Gesandten der Lüge. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten gegen sie ja einen eiskalten Wind an einem Tag fortdauernden Unheils, der die Menschen fortnahm, als wären sie Stämme entwurzelter Palmen. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Und wir haben den Ka'an ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Die Thamud erklärten die Warnungen für Lüge. Sie sagten, sollen wir denn einem menschlichen Wesen von uns, einem Einzelnen, folgen? Dann befänden wir uns wahrlich im Irrtum und Wahnsinn. Ist die Ermahnung gerade ihm aus unserer Mitte offenbart worden? Nein, vielmehr ist er ein selbstgefälliger Lügner. Sie werden morgen erfahren, wer der selbstgefällige Lügner ist. Wir werden die Kamelstute senden als Versuchung für sie. So warte mit ihnen ab und sei beharrlich. Und tu ihnen kund, dass das Wasser zwischen ihnen und der Kamelstute zu teilen ist. Jeder Trinkanteil soll dann abwechselnd wahrgenommen werden. Da riefen sie ihren Gefährten her. Er griff zu und schnitt dann der Kamelstute die Sehnen durch. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten ja gegen sie einen einzigen Schrei, da waren sie, sogleich, wie das vertrocknete Zeug von Wiegehegen. Und wir haben den Ka'an ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Das Volk Luts erklärte die Warnungen für Lüge. Wir sandten ja gegen sie einen Sturm von Steinchen, außer den Angehörigen Luts, wir erretteten sie im letzten Teil der Nacht.
aus Gunst von uns. So vergelten wir, wer dankbar ist. Er hatte sie ja vor unserem gewaltsamen Zupacken gewarnt, sie aber bestritten die Warnungen. Und sie versuchten ja, ihn in Bezug auf seine Gäste zu überreden, sie ihnen auszuliefern. Da löschten wir ihre Augen aus. Kostet nun meine Strafe und meine Warnungen. Und es ereilte sie ja am frühen Morgen eine beständige Strafe. Kostet nun meine Strafe und meine Warnungen. Und wir haben den Ka'an ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Und auch zu Pharaons Leuten kamen ja die Warnungen. Sie erklärten alle unsere Zeichen für Lüge, und da ergriffen wir sie mit dem Griff eines Unüberwindlichen und Allmächtigen. Sind etwa eure Ungläubigen besser als jene da? Oder gibt es für euch einen Freispruch in den Schriften? Oder sagen sie, wir halten zusammen und werden siegen? Die Ansammlung wird gewiss besiegt werden, und sie werden den Rücken kehren. Nein, vielmehr ist die Stunde des Gerichts der ihnen versprochene Zeitpunkt. Und die Stunde ist noch schrecklicher und bitterer. Gewiss, die Übeltäter befinden sich im Irrtum und Wahnsinn. Am Tag, da sie auf ihren Gesichtern ins Höllenfeuer gezerrt werden, kostet die Berührung der Sengenden. Gewiss, wir haben alles in bestimmtem Maß erschaffen. Und unser Befehl ist nur ein einziges Wort wie ein Augenblick. Und wir haben doch bereits manche Lager gleich euch vernichtet. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Alles, was sie getan haben, steht in den Schriften. Alles, ob klein oder groß, wird in Zeilen niedergeschrieben. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Bächen sein. Am Sitz der Wahrhaftigkeit, bei einem allmächtigen Herrscher.